So, es geht weiter bei Fable 3. Ich würde sagen, wir treten das letzte Kapitel dieser Geschichte an. Wir müssen zur auroranischen Wie du bist Höhle nicht mein und Sohn. danach kommt wirklich nicht mehr Ich bin viel, sie. also das weiß ich. Wir müssen jetzt nur noch die Tage bis zum Sir. ja, Krieg durchhalten. Hier haben wir nochmal ein Geschenk. Darf ich dir das Hallo. hier schenken? Danke. So, das nehmen wir doch an, das Geschenk. Und Yay! ja, jetzt müssen wir erstmal nach Aurora. Bekommen wir irgendwie ein Euer Schiff Hohes dahin Maß. oder muss ich wirklich zu Fuß laufen? Weil es ist doch weit entfernt, oder nicht? Hallo? Ja, und Seid die gegrüßt! Staatskasse ist jetzt ziemlich im Eimer, wie letztes Mal auch schon. Ja, und deswegen schauen wir mal. Minus 1.250.000. Oh. Und verbleibende Tage bis zum Angriff 339, die müssen wir halt alle totschlagen. Und ja, dann würde ich Meine sagen, Grüße, mein Sir. Hallo, wir Sir. müssen in Aurora den Schatz finden, weil, naja, vielleicht bringt er uns ja was, vielleicht bringt er irgendwie Geld, Macht, Reichtum, obwohl, mächtig sind wir ja eigentlich schon und wir haben ja alles restauriert, Sir. bis zu diesem Zeitpunkt jetzt. Nur, ich weiß gerade gar nicht, die ganzen Häuser, die ich gekauft habe, das ist wirklich mies. Die hier gehören mir alle, oder? Habe ich recht? Ja, natürlich gehören die mir. Besitzer Daedalus, hier. Das gehört mir nicht. Doch. Atelier. Ach so, da wo wir dann diesen Schlüssel, dieses Symbol drauf haben, das gehört uns alles gut. Weil ich wollte halt in ganz Albion überall mal was kaufen, weil das bringt ja wohl am meisten Geld rein, wenn wir Immobilien vermieten. Oder uns halt Läden kaufen, sowas wie hier eine Schneiderei oder ein Tattoo-Laden oder hast du nicht gesehen? Joa, Geschlechtskrankheiten haben wir eine. Steht ja unten rechts. Ich finde diese Ladescreens immer sehr, sehr motivierend. Ich meine, verbleibende Tage bis zum Angriff und bla. Und wir können uns nicht einen Soldaten leisten, weil wir ja so viel, beziehungsweise so wenig Geld in der Staatskasse haben. Wir haben ja nicht mal Geld. Also die Schatzkammer ist auf jeden Fall leer. Und ich hoffe, steht hier jetzt dann endlich mal gleich ein Schiff, weil, hallo? Also wenn hier jetzt gleich kein Schiff steht, ne, dann wundert mich das mal, weil dann dauert das doch richtig Guten lange, Tag. bis wir in Aurora sind. Hallo, was soll denn das? Kann ich da nicht irgendwie hinreisen? Ah, nee, hier. Mit dem fahren wir bestimmt, ne? Muss ich da rauf? Ja, komm. Ich muss aufs Schiff. Hab ich recht? Yo. Hallo. Bring mich Hallo, nach Sir. Aurora. Yo. Wer macht hier jetzt? Der Schiffskapitän fährt uns, wir reisen und machen uns auf den Weg. Also, da müsste jetzt irgendwo, hier in Aurora sollten wir jetzt. Ah, Moment, ich switche mal auf Magie. So, jetzt. Hier müssten wir irgendwo jetzt einen Auftrag bekommen. Die auroranische Höhle, die ist doch nicht nur hier nebenan, oder? Majestät. Hallöchen. Hundi! Ja, okay, gehen wir mal weiter. Die scheint hier doch irgendwo zu sein. Aurora, ach, das ist ja jetzt neu. Das habe ich ja ganz vergessen. Hier. Auroraner Marlin. Kleine Kinder mit Kronen. Hier ist ja wieder richtig die Pracht. In voller, ja, wie soll ich sagen? In voller Pracht und voller Ehre geschmückt steht Aurora hier. Ich meine, jetzt ist das ist ja auch gut. Im Moment greifen diese Kriecher da oder der Kriecher und diese ganze Dunkelheit ist ja jetzt im Moment gerade bei Aurora nicht der Fall. Ja, wie soll ich sagen? Also, wir haben sie für den Moment ausgeschaltet, diese Dunkelheit. Und hier oben scheint die Höhle zu sein. Wir gehen mal rein und schauen, was es da so gibt. Familienunterhalt bezahlt. 3307. Ja. So, Treibsande. Oh, ich kenne dieses Gebiet. Und what the hell? Wieso? Was sind das für rote Dinger da hinten? Ich frag lieber nicht. Hund? Du hast einen Grabungsort? Hatte er eben auch schon. Ich weiß, ich hab das gehört. Nicht, dass wieder irgendein Kommentar kommt. Ey, du Spast, ey, hast du einen Grabungsort vergessen? Nein, aber, wir schauen mal, was es hier gibt. Ich hoffe, Hundetraining Charisma 2. Damit können wir unseren Hund trainieren. Aha. Komm mal her, Kleiner. So, Hund trainieren. Euer Hund hat neue Tricks gelernt. Diese helfen euch, Beziehungen zu anderen Leuten aufzubauen. Wirklich? Können wir auch noch irgendwie was Neues mit unserem Hund machen? Nee, oder? Hallo, komm mal. Hallo. Hallo. Lauf doch nicht weg. Da will der mich verarschen. Pfeifen. So. Streicheln, ausschimpfen, apportieren. Genau, wir können eigentlich mal ein Stöckchen werfen oder so eine Quietscheente. Fangen, Kleiner. Oh, es rollt den Berg runter. Egal. Ja, wir machen jetzt weiter hier. Na
komm ich hier auch irgendwie hoch? Hallo? Hallo, okay, dann gehe ich hier lang. So, und die auroranische Höhle ist ja auch irgendwo im Nirgendwo, habe ich das Gefühl. Ich meine, hier in der Wüste, beziehungsweise sind wir... Ist das die Höhle, wo ich damals hergekommen bin mit Walt? Ach du... Heilige Scheiße, 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 Scheiße. Ich habe ja ganz vergessen, dass es auch noch Gegner in diesem Spiel gibt. Ich habe auf einmal nur so ein Rach gehört und da dachte ich, toll, toll, wir dürfen kämpfen. Yo. Hauen wir mal wieder unseren Blizzard raus. Zack. Denn eigentlich müssten wir ja wirklich noch Gildensiegel sammeln. Stimmt. Und wo geht das besser, als mit Leuten zu interagieren oder zu kämpfen? In dem Falle kloppen wir die hier kaputt. Und gut ist. Bam. Nächstes Gildensiegel. Sollten wir jetzt haben. So langsam. So. Zack und zack und bam. Was zum... Wow, der hat gute Reflexe. Dieses komische Scheißding hier. Deswegen, ich sag ja, Magie, da können die sich ja nicht gegen wehren. Was wollen die gegen so eine Aktion hier machen? Richtig, gar nichts. Außer ein paar Recken. So, und jetzt nervt mich nicht weiter. Denn ich habe noch ein anderes Ziel. Nämlich die auroranische Höhle. Wo muss ich lang? Hallo? Ach, hier? Oder was? Ja, genau, hier lang. Also ich denke mal, es wird auch alles andere als friedlich. Genau, jetzt müssen wir auch noch in dieses Gebiet, wo hier diese roten, Oh, verdammt, habe ich mich gerade erschrocken. Wo diese roten, Ja, was ist das? Diese roten Wolldinger, Flaggenzüge, irgendwas hängt da oben. Auf jeden Fall, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Und, na, lauft in meinen Blizzard rein. Ich komme ganz sicher nicht zu euch. Bam. So muss das Ganze, so muss das Ganze. Also ich schätze mal, für Fable insgesamt, wir sind jetzt ja bei Part 43 oder 44, ich brauche insgesamt wahrscheinlich 50 Parts. Und ja, ich denke mal, wir kriegen das ganz gut zu Ende, machen hoffentlich nichts verkehrt. Nur, ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen um die Staatskasse. Was bist du denn für ein Vogel? Grabungsort! Naja, egal. Buddeln wir den nächsten Schatz aus. Graben! Zack! Hundi, geh mal aus dem Weg! Zack! So, nochmal und... Na, was haben wir? Was haben wir? Wir haben einen Smaragd. Den nehme ich doch mal mit und wir betreten die Höhle. Auch bekannt unter dem Namen Sandfallpalast. Heieieiei. Das hört sich doch nicht so nett an. Finde den auroranischen Diamanten. Und hört ihr das? Die Fußstapfen. Das Bellen unseres Hundes. Hier drin hört man nichts. Gar nichts. Hier ist nichts los. Hier sind nur wir und wahrscheinlich werden sich diese ganzen verdammten Monster wieder aus dem Sand, aus dem Boden erheben und uns irgendwie zu 5 oder 6, 7, 8 attackieren in ihrem kleinen Trupp, wenn wir weitergehen. Ich denke mal, hier werden wir jetzt angegriffen. Hallo. Oh, das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Ha. Dieses Spiel kann man sowas von durchschauen. Erstmal jumpen wir hier einen ab und jetzt aber... Und, richtig schön rein da. Also mir gefällt Magie. Ist auf jeden Fall hier Hammer, Hammer, Hammer in diesem Spiel. Das Beste, was es gibt, ist nämlich so ein schöner Blizzard und dann noch so ein schön, so eine schöne Elektroattacke. So muss das Ganze sein. Nein, da lebt noch einer. Bam, ich habe gesagt, haut ab. Okay, der hat mich gerade verarscht. Der war gut. Der war nicht schlecht. Der ist rausgejumpt. Auch wenn ich mal wissen will, was das für Wesen sind. Sie wurden schon mal erwähnt, aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt. So, warum kann man hier oben rausgucken? Das kommt mir hier immer seltsamer vor. Und da unten haben wir noch mehr Kollegen. Gut, dann würde ich sagen, ab geht das. Bam! Hundi, beschütze mich mal kurz. Gib mir Deckung. Während sie geschockt sind da unten. So, nochmal rein und... Jetzt geht's los. Zack. Zack. Also einer hatte mir auch als Kommentar geschrieben, in Fable 3 sind die Kämpfe wirklich nicht. Also die sind wirklich so leicht, dass es anders wie in den anderen Fable-Teilen. Und die... Wie heißt das? Was wollte ich jetzt sagen? Die Kämpfe sind hier darauf ausgelegt, einfach nur länger zu dauern, anstatt dass die irgendwie wirklich
was erfordern, also als wären die irgendwie schwer. So, was haben wir hier? Zahnräder und da kommen Gegner. Na toll, dann laufen wir mal alle in die Falle. Kommt. Dummes Pack da hinten hier, hier 4, 5 Stück, ey, 4 sind's. Verdammt. Aber immer noch mit schöner Musik untermalt das Ganze hier. Wow. Ich traue mich gerade herzlich wenig. Und Schaden machen die hier auch wenig. Ja, jetzt wollte ich sagen, wenig herzlich. Tja, es gab da mal so einen Spruch, aber den habe ich vergessen. Auf jeden Fall, Hundi, was bist du schon wieder hier am Bellen? Du gehst mir langsam so ein bisschen, na, nicht auf die Nerven, aber egal, ne? Riss halt beim nächsten Mal nicht so viel Futter in deine Schüssel. So, gut ist. So, da haben wir Gegner. Da haben wir sehr viele Gegner. Oh, was ist denn jetzt los? Heilige Scheiße. Ich sehe gar nichts mehr. Oh, das ist mir alles viel zu weiß hier. Was zum... Der König von Albion hat gesagt. Jetzt ist Schluss hier, verdammte Scheiße. Haha. So muss das sein. Und wir machen weiter. Damn. Na, wer will noch kämpfen? Bam, Junge. Also, der Wüstenstern, diese Mission hat was. Die Mission, macht Spaß. Schön ein paar Leute besiegen, Diamanten finden. Das ist ja noch wie ganz am Anfang von Fable, wo wir auch noch die ersten Höhlen hatten, wo wir im Vagabundenlager waren mit Walter. Ach, ich weiß noch, die Geschichte hat so schön angefangen. Und jetzt sind wir der, ja, offizielle König von Albion. Wir durften den Thron besteigen und regieren praktisch über ein ganzes Land. Ja, was heißt praktisch? Es ist halt so, ne? Und, boah... Jetzt sind wir auch dafür, also beziehungsweise ich muss dafür jetzt hier ackern, den Diamanten zu finden, weil das einfach mal mein Auftrag ist. Und wenn ich, keine Ahnung, wahrscheinlich noch irgend so ein Diener gewesen wäre oder irgendein normaler Bürger, dann dürfte ich das jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber ich soll ja auch den Diamanten hier von Albion finden, weil ich das Volk ja unterstützt habe. Da drüben ist er, oder? Habe ich recht? Ja. Den habe ich schon von hier hinten gesehen. Die Frage ist, was passiert, wenn ich durch das Wasser gehe? Hört sich ganz gefährlich an, ist es aber nicht. Gut. Ich habe so das Gefühl... Ich habe so das Gefühl, das wird heute ein Riesending. Nein, Spaß. Aber jetzt geht's ab hier. Wir nehmen den und ich mache mich schon mal auf einen Kampf gefasst. Ja, ich wusste es. Mama mia, warum wusste ich es? Ich lock sie mal ins Wasser, in der Hoffnung, dass Elektro... Was? Wie? Ah, die Sandfurien trauen sich nicht ins Wasser. Die betreten das hier erst gar nicht. Ach, da bin ich geschützt. Ja, sag das doch. Das ist doch cool. Das ist doch... So macht ein Kampf Spaß. Es ist zwar ein bisschen unfair, an der Stelle zu... Ach du Scheiße, was war das denn? Es war ein bisschen unfair, an eine Stelle zu gehen, wo die mich nicht kriegen, aber wenn ich mal angehittet bin, so wie jetzt, sollte ich mich auf den Weg dorthin begeben. Wow, bitte lass mich durch. Und jetzt. 1, 2, 3 und 4. Da habe ich nicht mal einen von den beiden getroffen. Wo gibt's denn sowas? Ey, die drehen sich aber auch immer raus mit so einem Rückwärtssalto hier, so. Das kann ich auch, ihr Affen, ey. Ja, jetzt komm, bleib hier im Radius und verreck. Blödes Stück Sand, ja. Sandfurie hier, komm, hau ab, hab ich gesagt, verdammte... Bäm, entkommt aus der Höhle. Ja, ich lauf um mein Leben. Auch wenn wir da vorne wieder ein paar mehr Gegner haben. Aber die trauen sich wirklich nicht hier ins Wasser, ne? Hab ich recht? Wo gibt's denn sowas, ey? Wo gibt's denn sowas? Glaube ich gar nicht. So, einmal rein hier. Bam! So geht das. Zack. Uah, Jump um die Säule. Komm. Also wir sind auch wirklich, das muss man ja nochmal anmerken, der sportlichste König, den Albion je hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr das
Hallo? Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Ich bin auf jeden Fall heute Abend wieder gut drauf. Will Fable durchspielen und... ja, wir das einfach mal angucken, was wir noch alles so vor uns haben. Was noch unsere Hürden sind und unsere Aufgaben.